Let's play Tales of Vexillia 2. Wir sind kurz vor Niaquara und betreten jetzt mal das Dorf. Mal sehen, was mit Mila passiert ist. Vielleicht ist er hierher geflohen, keine Ahnung. Ansonsten können wir auf die Stromtal-Wiesenstraße, wie auch immer das Ding heißt. Hallo! Ach, du willst mir nur sagen, was es hier für Materialien gibt. Ja, ja, was gibt's da alles? Giftstachel, mysteriöse Flüssigkeit, Insektenhülsen. Und ein Silbererz auf der Heiligenkuppe. Ja, gut. Hier gibt's nichts Neues, da habe ich mich gerade erst frisch eingedeckt. Das soll jetzt alles so passen. Wobei, ich könnte mal einen Zubehörladen angucken. Ja, yeah, neu, neu, neu. Stellt in regelmäßigen Abständen 3% KP wieder her. Ein heiliges Wappen. Okay, stellt in regelmäßigen Abständen 1% TP wieder her. Toll. Stärke, Vitalität, Bewegung. Ja, 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 das ist alles so wunderprächtig. Umhang, 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 Lederstiefel. Was holen wir uns noch? Wir holen uns mal das Stärke-Ding noch. Ich weiß gar nicht, was Alvin hat als Ding. Ah, ein paar Stiefel, komm, das brauchst du nichts. Dann nehme ich lieber den Machtring. Machtring, friss. Ausdauerring, Machtring, ja, ich weiß nicht, das bringt jetzt irgendwie auch nicht so wirklich. Psy, na gut, egal. Und bevor ich es vergesse, wir wechseln mal wieder ein paar Teammitglieder aus. Und zwar Jude haben wir jetzt lang genug gehabt, als Anführer auch. Und Leia gegen Elise. So. Mit denen geht's dann weiter. Aber zuerst schauen wir uns im Dorf um. Hallo, was gibt's denn hier alles Schönes? Wahrscheinlich nicht arg viel. Hier wurden die Weltensteine aufbewahrt, die Verkörperung der vier Elemente. Vor einem Jahr wurden sie bei heiligten Tage von einem schwächlich wirkenden jungen Mann und einem verdächtigen Söldner entwendet. Eine äußerst unangenehme Geschichte. Oh nein, oh nein. Lass mich raten, wir holen sie wieder zurück. Aber wie? Alvin, hallo. Ich wusste von Anfang an, dass es Ärger geben würde, aber ich habe mir trotzdem zu viel eingebrockt. Ja toll, der erzählt dasselbe wie vorhin auch. Habt ihr bereits herausgefunden, was das für Daten... Ja, der erzählt auch dasselbe wie vorhin auch. Wie vorhin auch. Da geht's zu dieser Stromtalwiese. Das ist übrigens cool. Im ersten Teil ist man in dieses Dorf gekommen und dann haben sie einem gewarnt, hier nicht lang zu gehen. Und ich bin halt durchgerannt und ja, das erste Monster hat mich pulverisiert. Game over. Mal sehen, ob das hier genauso ist, weil die Viecher sind, glaube ich, Level 40 oder so. Ich denke mal, die sind auch jetzt noch für uns zu stark. Egal, ich probiere es nachher trotzdem. Hier gibt's gar nichts zu machen, oder? Nicht wirklich viel auf jeden Fall. Da ist ein Außenseiter in seltsamer Kleidung. Ich mache mir Sorgen, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Vielleicht ist es einer dieser Olympionen oder so. Ein Olympione. Mhm. Die Niaquara Heiligenkuppe ist seit Menschengedenken als die Straße zu Maxwell bekannt. Dieses Land ist heilig und verfügt über ein vollkommen einzigartiges Geisterklima. Yeah, es wäre toll, wenn wir Maxwell treffen würden. Hier können wir nur pennen. Hey, habt ihr Schweinchen... Was? Schweininchenohren? Sie sind das perfekte Mitbringsel und eine unserer Spezialitäten. Aber Vorsicht, denn sie sehen aus wie Kaschweinchenohren und giftig, die giftig sind. Die Kaschweinchen... Was? Ein Kaschweinchen ist ein Hase, der wie ein Schwein aussieht. Ein Schweininchen ist ein Schwein, das wie ein Hase aussieht. Und dieses Gespräch hat genügt, damit meine Katze zurückkommt. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Whee, Skorpion, ja, Halleluja, ich liebe euch, Skorpionschwanz, ja, endlich, Langzeitmission, wir können sie abschließen, dann gehen wir hier hin. Irgendwie bringt sonntags, der Bonus von sonntags, der haut ordentlich rein. Ja, gut, es geht auf ihre Kosten, dann ruhen wir uns halt mal aus. Kostenlose Wiederbelebung. Und unser Auftrag kann erledigt werden, hä? War der Schatz vorhin schon da oder ist jetzt erst erschienen? Tomaten in Wein geschmort. Erhalte 80% mehr Elementerz. Halleluja. Gibt's in diesem Dorf eigentlich eine Auftragsbörse? Ja, Mist, da vorne. Gut, zurück. Schaffen wir es? Ah, perfekte Kurveführung.
Perfekter Wendekreis. Und wir haben den größeren Dämon besiegt. Das gibt ordentlich Geld wieder. Bam. Holzmedaille. Bleibt eigentlich nur noch offen dieses Viech hier. Und das ist in der Niakara Geisterpfad. Also da Richtung Mila Schrein. Den besuchen wir auf jeden Fall auch noch. Und yes! Ich kann ihn abschließen. Langzeitauftrag. Jetzt gucken wir mal nach dem Auftrag, den wir hier auch machen können. Alles Tönstraße, Milas Schrein, Galiapfad, Hamil, das haben wir schon, cool. Zack. Niakara Geisterpfad. Wir nehmen mal das im Geisterpfad an, was gibt denn mehr? Na komm, wir nehmen mal dieses komische Viech da, das ist nur dreimal besiegen. Weil ich fürchte auf dieser... Oh nein, jetzt müssen wir zahlen. Da müssen wir zahlen. Da macht sie Stress. Dann zahlen wir halt auch nochmal 20.000. Ich hab zu viel Geld. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wer bist du denn? Das Strahlenhorn ist ein insektenähnliches Monster. Auf den ersten Blick wirkt es niedlich, aber es ist schwer zu treffen, weil es in der Luft fliegt. Es niederzuschießen und dann als Team anzugreifen, scheint am effektivsten zu sein. Oh, ich glaube, das ist das Viech, gegen das wir jetzt kämpfen müssen dann. Also aufgepasst, es fliegt. Dann ist Ludger wahrscheinlich als Anführer der Beste mit seinen Pistolen. Aber Alvin ist dann auch nicht so verkehrt. Wohin geht's denn jetzt hier überall nochmal? Hier wohnt doch irgendwo Ivar. Aber der wird wahrscheinlich hier nicht mehr vorzufinden sein. Yeah, Katze. Quimbert. Unsere Vorfahren waren Schüler von Fürst Maxwell und die ersten Siedler auf Reason Maxia. 2000 Jahre lang haben wir die Geister erforscht. Tja, schön. Was hat sich gebracht? Nicht viel. Dann auf diese Straße des Schreckens. Wahrscheinlich pulverisieren die mich. Das heißt, erstmal hier kurz schnell speichern. Nein! Nein, bloß nicht. Geh weg. Ah! Kurze Verwirrung. Jetzt aber. Ah, komm schon, 100. Und ja, unser Team besteht aus Alvin. Stopp, da kommt schon auf mich zugerannt. Ah, so war's genau letztes Mal auch. Letztes Mal kam ein Wildschwein auf mich zugelaufen und das hat mich gleich pulverisiert. Jetzt muss ich erstmal wieder durchchecken, was ich hier eigentlich hab. Schutzfeld, was ich gerne hätte, ist diese eine, genau das hier. Und zwar nach unten, das kann man sich vielleicht besser merken, wie nach links. Da kann er nämlich so einen Hammerangriff machen, das ist doch ganz cool. Dann kann er auch einen Hammer, wenn jetzt die Gegner nicht unbedingt gegen Schwert schwach sind. Und dann gucken wir mal kurz nach Teammitgliedern. Wir haben Ludger, wir haben Leia und wir haben Rowan im Team. Das heißt, mit Ludger Dämonenzahn, mit ihm Tigerklinge und mit Leia Schallstoß oder Schutzfeld. Schallstoß oder Schutzfeld. Moment, ich habe nach Art ausgewählt, nicht nach Typ. So, jetzt nochmal. So, Dämonenzahn und variabler Abzug mit ihm. Tigerklinge und variabler Abzug mit ihr und dieser Dämonenpeitsche. Tigerklinge und Erdbruch mit ihm. Wieso gucke ich eigentlich bei ihr? Ich muss doch mit ihr gucken. Schallstoß, habe ich das eigentlich? Nee, ich hab's nicht mehr. Leia ist nicht so die tolle Partnerin, gerade aktuell. Egal, komm her, Vogel. Und jetzt geht's ab. Level 50. Oh nö, die sind ja total schwach. Oh Gott, die sind ja mega schwach. Was ist denn das? Haben sich die Menschen hier ein bisschen abgeschwächt, oder was? Ist ja fast schon traurig. Jetzt habe ich mich immer auf eine Herausforderung gefreut mit richtig mega coolen Monstern. Weil wenn man es dann geschafft hat, hier in dieser, im ersten Teil hier dann irgendwie zu bestehen, konnten wir hier ewig cool trainieren. Vor allem natürlich gegen diese Viecher da hinten, diese komischen, Gestalten, was auch immer. Verdammt, die sind gegen, die sind nicht wirklich Alvin-kompatibel, ja, das war jetzt ganz schlecht. Nicht wirklich Alvin-kompatibel hier, die Viecher. Wow. We have no limits. You gotten struck? Yes, that's what I'm talking about. Woohoo!
Aber wenn sie so einfach sind, ja, das ist ja kein Problem. Und die Nerven, was mache ich jetzt? Hm. Oh, verdammt. Oh, zack, ey. For we will break you. Or break your heart if you're a lady. Ich hab's schon wieder vergessen, was ich alles machen kann, mit was für Verbindungen ich punkten könnte. Oh, der hat so ein Ausrufezeichen im Kopf, der ist besonders stark. Nochmal schnell Speicher. Wieso habe ich Angst auf dieser Straße? Die Viecher sind doch total schwach, aber egal. Ich habe schlechte Erfahrungen hier gemacht. Kann ich eigentlich von der Seite auch bis nach drüben latschen? Im ersten Teil ging das nicht. Achtung! Achtung, Achtung! Das Viech ist böse. Muss man gegen die kleinen Vögel hier kämpfen, die werden ja relativ harmlos sein. Der ist halt hart. Wow, gegen was sind die eigentlich schwach? Nix. Gut. Ich mach den blöden Vogel da, Blatt! Gibt's ja nicht. Voll Probleme hier gerade. Bam, bam, wow, wow, bam, uiuiuiui. Wollekumi, 1200 Gold und 440 Erfahrungspunkte. Yes, um Gottes Willen, das geht ja mal richtig, richtig ab. Da hätten wir uns so einen, Auftrag kann als erledigt gemeldet werden, schön. Was für ein Auftrag, ich weiß es nicht. Die Viecher muss ich auch noch besiegen. Gegen was waren die schwach? Gegen nix. Toll. Hey, ist das ein anderes Teil? Ja. So, Chef. Chef ist aber noch schwächer, weil er gegen normale Angriffe schwach ist. Stehen geblieben. Nein, Tiger Blade ist dagegen schwach. Ui, die geben Erfahrung. Komischerweise. Die anderen sind irgendwie schwach, aber die Teile sind cool. Hallo? Nerv nicht, gib mich auf den Sack. Da hinten war noch so ein komisches Viech. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Stopp, und wir fressen was? Was haben wir denn cooles? 50% mehr Elementerz, 80% mehr Elementerz. Gab es viel Elementerz? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall Erfahrung und Galt. Jetzt machen wir mal, Beikämpfe mehr Galt. Komm her. Ach, man ausgerechnet die Viecher. Ups. Ah Gott, er kommt angesprungen. Mann, der ist so schnell tot. Das gibt's ja nicht. Verdammt, ich wollte ihn umwerfen. Ich wollte von ihm was klauen. Ich glaube, das ist aber mit Alvin, Leia, schwieriger als mit anderen. Wobei, sein Erdbruch wirft doch seine Gegner auch um. Stopp. Das will ich nehmen wir jetzt noch. Die sind echt cool. Doesn't look like they're here to shake hands. It's go time. We Bam. Ja, komm, wie du sagst. Hä? Der war doch gegen den Schwach. Die normale Angriffe. Wow, das ist ja cool. Also gegen die Viecher und gegen diese Gentlemen lohnt sich's zu kämpfen, weil die geben einen Haufen Elementerz, die geben einen Haufen Erfahrung und die geben einen Haufen Galt. Ist cool. Die anderen Viecher sind irgendwie nutzlos. Ich habe schon wieder einen Haufen Elementerz bekommen. Muss mal aufpassen, nicht dass die jetzt irgendwie in Firlefanz lernen. Ich will hier endlich diesen Erdbruch. Höhere kritische Trefferrate, das will ich endlich kriegen.
Mann. Bababam. Dann haben wir hier Brise. Ich weiß gar nicht, was bringt mir das? Nix. Aber ich kann mit ihr ansonsten nicht wirklich weiter lernen. Wasserschwung plus. Mhm. Lassen wir mal. Hier, das lassen wir auch mal. Ja, gut. Lassen wir einfach mal. Ich glaube, ich muss dann mal hier wieder durchmarschieren. Jetzt gehen wir aber erst noch kurz in das andere Gebiet. Ich will mich noch dieses eine fette Viech da besiegen, das Bossfight-Gegner-Teil. Aber Insekten, mit denen habe ich irgendwie immer schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ihr den Schrein sucht, so findet ihr ihn am Ende des Geisterpfads. Er ist ein heiliger Ort, an dem Fürst Maxwell 20 Jahre lang in sterblicher menschlicher Form weilte. Naja, geh weg, sie ruft schon wieder an. Sie will Geld. Wir haben hier leider keinen Empfang. Nun gut, suchen wir dieses Monster, dieses ultimative Bestienviech. Wir rennen hier kurz durch. Ich mach das. Ah, komm. Ich mach das ganze Gebiet dann aber mal so alleine. Durchsuche. Ah! Voll auf das Insekt noch drauf. Ich muss aber diese komischen Insekten hier auch noch platt machen. Für eine Mission. Da oben war auch nichts. Wo ist es? Wahrscheinlich nicht im ersten Gebiet, sondern im zweiten. Ja, stopp. Die nehmen wir noch mit. Und stopp, hoch, hoch, hoch. 150 Gold. Boah. Brutal. Brutal, brutal. Links, rechts. Was gehen wir? Den Weg hier. Da gibt es wahrscheinlich mehr. Oh, hinten ist es. Ich sehe es. Es leuchtet. Vor allen Dingen ist es riesig. Um Gottes Willen. Oh, es ist riesig. Oh nein, aber ich muss hier auf Ludger wechseln. So der Plan, und zwar mit Pistolen ihn dann runterschießen. Pistolen ist sowieso immer cool. Muss nur gucken, was habe ich denn so mit ihm? Ach, mit ihm hat man immer so viel, aber das bringt irgendwie nichts, weil man hier nicht durchblicken kann, was ist denn eigentlich jetzt was. Also, Jude brauchen wir nicht, wir brauchen ihn. Mit ihm können wir Donnerkrollen und Blasenknall. Das ist cool, das sind beides Pistolensachen. Mit ihr brauchen wir nicht. Blasenknall und ja, sonst scheint hier nicht wirklich. Ah, doch, Feuerbogen, das habe ich auch noch. Blasenknall und Feuerbogen und mit ihr. Ja, toll, eigentlich nur Hammerfertigkeiten. Na gut. Also in dieser Formation gibt es keine mega tollen verbundenen Art-Serien, aber es soll mir jetzt mal recht sein, ist mir jetzt egal. Das Ding machen wir auch so platt. Oder wir kriegen Fett auf den Sack. Ich fürchte, das Viech wird nicht mega stark. Stärker als die anderen beiden. Vom Galt her ist es aber dasselbe. Yes! Ah ne, ich habe Elise nicht im Team. Nein, ich habe Elise nicht im Team. Oh, schade. Die hätte doch Dunkel als Fertigkeit gehabt. Oh, da hat aber viel eben. Da, friss erstmal das hier. Und jetzt im Team platt machen. Oh shit, ich glaube, das wird hart. Wo bin ich eigentlich? Oh, die sind beide tot. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Verdammt, ich habe keine Ahnung, ey, aber das Viech, das macht mich sowieso platt. Verdammt! Ich habe zu wenig, wo mich heilen können. Ah! Nicht alle so dicht stehen, bitte! Hey, wo schießt der eigentlich hin? Kann es sein, dass der irgendwie gerade total in die Pampa geschossen hat? Hey, you okay?
Verdammt, der hat noch über die Hälfte. Ich bin schon gleich weg. Ah, geh weg. Wir stehen mal nicht so dicht, bitte. Oh, da hat sich so ein Viech herbeigezaubert. Hä? Wen greife ich eigentlich gerade an? Volle Deckung, Mann, weg! Oh, come on! Verdammt! Ich brauche wieder meine Spezialverwandlung. Hä? Ich war irgendwie unter dasselbe. Verdammt! Ist noch nicht tot! Verdammt, verdammt, verdammt! Ich muss weg! Boah, das war aber anstrengend, ey. Hart, okay. Sagenumwobener Panzer. 30% mehr Galt. Es gab sowieso null. Na, toll. Wow, und meine Katze ist zurückgekehrt. Das gucken wir uns noch an. Was gab's? Gegerbtes Leder. Yeah! Endlich! Ich habe die ganzen komischen Sachen, wo ich nicht gefunden habe, habe ich jetzt endlich bekommen. Gut, das heißt, im nächsten Part können wir einige Missionen abschließen. Ich werde mich hier mal die ganzen Gebiete hier mal komplett auskundschaften. Und dann sieht man sich wahrscheinlich wieder und schaut mal, was im Milas Schrein so passiert. Jo. Also, bis dahin. Ade. Ciao.